Jo, servus die Mau und grüß euch die Buben und herzlich willkommen beim Dschungelkochen mit Carlos. Jo, heute wird es einmal was Leckeres geben, die Zeit schreit danach und es wird heute Holunderblüten geben. Ich habe schon eine gesammelt, Holunderblüten wird auch jeder kennen und die sind auch extrem köstlich und die machen wir es jetzt. Ich habe natürlich keine Mühen und Kosten gescheut und habe meine Frau daheim mit eingeweiht. Die hat mir müssen helfen und die hat mir schon mal den Tag fix fertig gemacht. Also das ist ein Pfannkuchenteig, sagt man glaube ich in Deutschland, also Palatschinkentag bei uns. Und der ist schon fix fertig, den brauche ich dann nicht mehr eintunken und dann geht es weiter. Ja, auf der anderen Seite gibt es da noch ein bisschen Öl. Kommt dann ins Pfandl und da werden wir es dann außerbrutzeln. Ja, das Pfandl werde ich mir da gleich nehmen, oder die Schüssel. Da kommt der Tag rein. Wie gesagt, da haben wir jetzt die Schüssel. Da kommt jetzt der Tag rein, der fix fertige. Und da werden wir dann schön eintunken. So schaut der aus, wie gesagt, der ist schon fix fertig. Da tunken wir dann schön ein. Aber jetzt brauchen wir ein bisschen Feuer, dass wir dann das Öl zum Außerbrutzeln auch noch haben. So. Und jetzt werden wir mal angasen. Natürlich machen wir das wieder mit Gas. Da sind wir auf der sicheren Seite. Und jetzt warten wir an. So, da werden wir die ein bisschen eintunken. Ich habe absichtlich kleinere genommen, dass die da auch alle schön reinpassen. Ein bisschen antropfen lassen. Und einer da. Eins passt noch ganz. Perfekt. Ja, die sind auch relativ schnell durch, also da gibt es gar nichts. Machen wir auch schön auf kleiner Flamme und das passt schon so. Ja, die riechen ja schon köstlich. Herrlich, kann ich nur sagen. Herrlich. Ja, auf kleiner Flamme ist das optimal. Die sind auch schon schön braun. Jetzt drehen wir es einmal um. Ja, auf alle Fälle. Da duftet schon extrem herrlich. Na, ich freue mich schon. Die sind natürlich auch extrem sättigend. Klar, dieser Pfannkuchenteig oder Palatschinkenteig ist natürlich sehr ausgiebig. Und dazu, habe ich schon alles hergekriegt, gibt es natürlich dann auch noch ein Käffchen, ist eh klar. Jetzt haben wir die erste Partie ist fertig. Die sind auch überall die schön braun, vorne und hinten, wie sie sich gehört. Jawohl. Und die Stingeln, das kann man alles dazu essen. Alles pipifeinst. Mein Espresso-Stern. Ja, heute geben wir noch mal richtig rein. Dann passt da gleich auf Anhieb.
Jawohl. Jawohl. Mein Freund ist fertig. Perfekt. Und jetzt steht eigentlich mein leckeres Essen nichts mehr im Weg. Jawohl, so schaut das aus. Und ein Käfchen dazu. Perfekt. Ja, Freunde, dann kann ich uns allen eigentlich nur mehr einen guten Appetit wünschen. Und die ersten Holunderblüten. Ja. Köstlich. Ja, die kennen was. Echt gut. Und natürlich Prost an meine Krankensessel und an die Gesunden. Ja, man kann das sicher noch verfeinern mit irgendwelchen Sirup drüber oder so, wie man will, aber ich will gerne den Geschmack von dem Palatschinkentag, das macht meine Frau ganz gut, und ich will auch den Geschmack von den Holunder haben. Da will ich nicht, dass sie irgendwas anderes zwischendurch einmischt. Wie gesagt, die sind auch wirklich sehr sättigend. Natürlich habe ich da viel zu viel Tag mitgenommen. Ah, gehört dazu. Jo, Freunde, ich werde euch vielleicht das Rezept in den Tag von schmeiße ich unten in die Beschreibung rein. Ich meine, es wird nichts dabei sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Dazu kenne ich mich zu wenig aus beim Kochen. Ich bin eher der, der isst. Nein, noch nicht. Und aber wenn meine Frau fragt, was das für ein Rezept ist, wie man das anmischt und so, und schreibe es auf alle Fälle unten mit rein. Klar, man kann sich das natürlich auch alles unterwegs machen, aber so ist es ja viel gescheiter, auch machen wir fix fertig mit und passt genauso. Ja, dadurch, dass es recht süß ist, natürlich noch ein bisschen Energy dazu. Ja, aber echt gut. Man kann den natürlich auch vorher anwaschen. Ich habe schon geschaut, ich habe die vorher ausbeidelt. Ich habe geschaut, dass keine Viecher drin sind. Und wenn auch drin sind, naja, ist Natur, oder? Einmal wieder vom Feinsten. Auf die haben mich schon gefreut den ganzen Winter. Ja, Freunde, aber ich sage einmal, ich schmerze euch da jetzt gar nichts weiter vor. Ich würde sagen, das war's einmal. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen, könnt ihr vielleicht nachmachen. Und in dem Sinn wünsche ich euch noch was und einen guten Appetit. Servus die Mau und führt euch die Buben.